Vielen Dank, dass ich nochmal lesen darf. Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass ich nicht nur punkten kann, wenn ich eure Gedanken lese, sondern auch, wenn ich meine Gedanken lese. Ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, Leute hätten vielleicht Angst, wenn sie wüssten, was ich denke, aber eigentlich wisst ihr auch nicht wirklich, was ich denke. Ne? Kann ja erfunden sein. Ich mache mich kurz warm. Hab mich schon warm gemacht. Ist egal. Es ist schön, dass ich nochmal lesen darf. Das heißt offensichtlich, dass es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, dürft ihr mich natürlich gern euren Freunden empfehlen, wenn ihr welche habt. Wenn es euch nicht gefällt, dann empfehlt mich euren Eltern oder so, ich weiß es nicht. Zum Start von dem ersten Text bräuchten wir erstmal einen Countdown. Und zwar von 10 runter, bitte, wenn ihr es einmal mitmachen würdet. Und zwar mit Elan, bitte. Einmal hier los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey, super, sehr schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gerade eben 10 Sekunden unseres Lebens verschwendet. Und die kriegen wir nicht zurück. Und in solchen Momenten denke ich mir selbst immer, hätte ich doch mehr Zeit. Wäre doch einfach alles unendlich. Unendlich. Wäre es doch einfach für alles unmöglich zu enden. Ich könnte tausende Leben leben, nebeneinander für Schule und Freizeit alles geben, nach wahrem Weltfrieden und persönlicher Perfektion zugleich streben und mich dabei noch eben an weltlichen Reben auf Ebenen emporheben. Im ersten Leben mache ich auf dekadent reich, plädiere für Partys als Playboy mit Porsche und Prada, als wäre ich am Scheich. Im zweiten Leben wäre ich dünn und arm anzuschauen. Ich nehme den Dünndarm raus, um mir anzuschauen. Zweckern. Denn ich hätte ewig Zeit, um die Wunde zu flicken. Ich hätte ewig Zeit, all die hübschen Mädchen hier zum Kaffee einzuladen. Aber ich habe keine Zeit. Wenn Zeit Illusion unseres Geistes ist, wieso behaupten wir dann felsenfest, wir hätten nicht genug Zeit? Ich sehe die Vergangenheit, Kinder mit Freizeit, Freiheit zu spielen, die viele Familien mit der Zeit verlieren. Ich sehe die Gegenwart, zwischen Pflicht und Freizeit, zwischen Arbeit und Bettzeit, zwischen Hatz und Heiterkeit, Menschen, die gestresst durch die Straßen pressen und trotz ihrer enormen Geschäftigkeit finden sie Möglichkeit, euch mitzuteilen, wie enorm geschäftig sie seien. Ich sehe die Zukunft. Kinder erzählen sich gegen Ende der Schulzeit, Legenden von Freizeit, von träumenden Helden und Urlaubswelten. Ich stecke fest verkarrt zwischen Vergangenheit und Gegenwart und fürchte die Zukunft, wie sie auf mich zukommt. Es scheint, als füllten sich die Tage mit Leben. Als überfüllten sich die Tage mit Leben, doch es wird mir zu viel. Laufen wir nicht zu eilig in unserer Zeit vorbei. Einfach mal einen Tag stoppen und sagen, hallo Zeit, wie geht's? Wusstest du, dass in Afrika schockierenderweise in einer Minute 60 Sekunden verstreichen? Und ich weiß, wie schwer euch das fällt. Wie sehr euch gefällt, immer zwischen den Stühlen niemals runterzukühlen, um euch im Leben zu fühlen. Denn heute schalten wir Zeitgefühle aus mit Plasma, TVs, Rasen, Rasten, reinste Reize herein. Heute gibt's für mein Hirn Hardcore-Verschlackung und ich werde verwirrt wie ein Chamäleon in einer Smarties-Packung. Während ihr euch wimmernd gegen wabende Wogen der Werbemeere wehrt. Heute gehen wir mit ins Medien durch verschlungene Tunnel und Labyrinthe der Logik. Keine Zeit mehr für Faszination durch Fantasie. Während Minuten blutend die Routen der Ewigkeit hinabschleifen, frage ich mich, sind das Schleifen? Wann wird diese Unendlichkeit endlich, endlich? Heute spüre ich, wie meine wunden Emotionen überreizt Runden drehen, während mein Puls im Takt eines Geigerzählers schlägt. Und schon morgen erreiche ich die Halbwertszeit der Ewigkeit. Denn die Zeit vergeht immer schneller, als hätte der Uhrmacher da oben das Pendel des Lebens verstellt, sodass es vierfach so schnell pendelt. Er ist überrascht, dass in Deutschland nicht überall übelriechend Erbrochenes den Boden ziert. Wäre ich ein Kuckuck aus der Uhr, wäre ich mit dem Kotzen bei den Zeitgeschwindigkeiten recht ungeniert. Er ist überrascht, dass die Zahnräder meines Chronographen nicht heiß laufen und die Zeit zum Implodieren bringen, nur um gleich darauf seelenruhig in Zeiten auf verrosteten Schwingen in die Zukunft zu dringen. Und ich wundere mich, wie es niemand sonst fühlt, wie Momo im Kampf gegen die grauen Herren, mit nur einer Schildkröte als bestem Freund. Keine Anspielung auf den ersten Text. Lasst uns nicht in der Zukunft leben, sondern Gegenwart erleben. Nicht in Vergangenheit hängen, sondern uns ins Jetzt eher heben. Nicht länger mit mehr als 365 Tagen pro Jahr über die Autobahn fegen, die ihr Leben nennt, sodass es wahrscheinlich ist, dass unsere Schutzhülle bei Überlebensgeschwindigkeit, die zu übler Lebensgeschwindigkeit wird, verbrennt. Nehmen wir den Fuß vom Pedal auf, dass wir überleben, servieren, denn zwischen Raum und Zeit hätte ich ganz gerne Zeit, den Raum zu observieren. Und es mag irritieren, doch ich komme mir vor, als imitieren wir Tiere, die im Gruppenzwang Massenpanik initiieren. Denn es ist, als hätten Väterchen Zeit und Mütterchen Druck ein gemeinsames, global überspanntes Kind gezeugt. Zeitdruck, welches nicht einmal in Zeitwaffe dahinrafft, während der Bürger nicht rafft, dass es nicht schafft, aus eigener Kraft dem giftigen Saft zu entkommen. Denn schon längst hat Zeitdruck den trackenden Schaft der Arbeiterkraft der Gesellschaft erklommen. Seht mich als selbsternannten Verfechter des verlangsamten Lebens, als Laie in Sachen Eile,
als Lover der Langeweile. Sieht mich als einfachen Erforscher der Zeitglückdaten, als elitären Eroberer der Genießerstaaten, als extravaganten Erfinder des Endorphinautomaten. Sieht mich als den Antiklimax zur Story des gehetzten Mannes, als den Gegenpol zur Bewegung des Stressurhebers, als den Advocatus Diaboli der Partei des Schnelllebers. Machen wir aus Quickies Longies, aus McD eine Slowfood-Kette und verleihen wir Orden für den langsamsten Sprinter. Wählen wir den Bus mit der längsten Fahrdauer und durchkreuzen wir die Zeitzonen, sodass wir eine Stunde verlieren und zwei gewinnen. Unterwerfen wir als Konformitätsgruppe mit kollektiv langsam extremen Benehmen sowie pluralistischer Ignoranz von Pünktlichkeit, mit eleganter Arroganz, Zeit in ihrer nichtlinearen Logik und zementieren wir Normen der Ruhe. Zelebrieren wir Normen der Ruhe, um ein Leben mit mehr Zeit anzustreben. Danke.